Du, 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 du. Ich würde sagen, wir fangen hier an. So, hallo, herzlich willkommen. Nach der bitteren Niederlage gegen die Hexe Grundhilda werden wir einen neuen Versuch wagen. Ich starte einfach mal wieder hier und erspare euch nicht den Weg, weil ich da so viel erzählen kann. Und zwar, bevor wir wieder zur Hexe gehen, gibt es noch einige Dinge zu sagen. Das ist jetzt endlich live kommentiert. Und ich hoffe, es wird funktionieren, wenigstens bei dieser Folge. Es kann sein, dass es die letzte Folge wird, ich weiß es nicht genau. Und wir werden jetzt das letzte Puzzleteil holen. Ich hatte, glaube ich, schon mal angekündigt, dass ich weiß, wie man drankommt. Und ich kann es kaum erwarten. Splunch. So. Und es ist einfach so unglaublich... Moment. So unglaublich einfach. So verdammt einfach. So einfach, dass man sich schon fragt, warum sind wir nicht selber drauf gekommen? Folgendes. Wir müssen in diese Welt. In Click-Lockwood. Haben wir geschafft. Gut. Nächster Schritt. Wir gehen in den Frühling. Na los, in den Frühling. Haben wir auch geschafft. Wieso hier jetzt gerade kein Schnee liegt, weiß ich nicht, weil eigentlich liegt im Frühling Schnee und es hagelt und es regnet. Okay, regnen tut's ja auch. Der nächste Schritt wird sein... Oh shit. Hier hoch zu gehen. Sich nicht von diesem Vogel treffen zu lassen. Dann sammeln wir... Das ist ganz wichtig, du musst das Ei und die Honigwabe gleichzeitig einsammeln. Ja, genau so. Das Ei darf man nicht einsammeln. Dann geht man hier rum, drückt Steuerkreuz nach rechts. Habe ich gemacht. Dann geht man hier hoch. Lässt sich davon auch nicht treffen, springt hier wieder runter. Und dann muss man hier rüber springen. Ganz wichtig. Nicht die Stiefel da. Ach, verdammt. Okay. Vielleicht klappt es trotzdem. Ich weiß es nicht. So, ganz wichtig, dann geht man hier so hin und lässt sich verwandeln. Ubedaga! Dann ist man eine dicke Hummel und geht wieder raus. Dabei übrigens den rechten Analogstick nach unten drücken. Diese Feder einsammeln, auch hier rüber. Mit Beschleunigung. Fliegen, man darf den Boden nicht berühren. Darf man nicht. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Das ist... Okay, man darf den Boden berühren. Scheiß drauf. Ich werde es nie hinkriegen. Okay, man darf den Boden auch nicht berühren. Huch, hier kann man ja hoch. Das ist nice. Das macht mich sehr neugierig. Okay, hier ist nix. Und zwar, gibt es hier nicht so eine Taste, mit der man einfach abstürzen kann oder so? Das wäre mal was. Jetzt müssen wir hier landen und rausgehen. Und tada, wir können fliegen. Wir können fliegen. Wir holen uns eben dieses Leben. Oh, es nervt mich so, dass man nicht... Man kommt hoch und man kommt nicht so leicht runter. Irgendwie ist total doof. Da ist es. Da ist das letzte Puzzleteil. Oh Gott. Oh Gott, da ist es. Oh, was wird wohl passieren? Danke, danke, danke. Nicht mal ein Achievement? Euer Ernst? Gar nichts? Huch. Ich versuche jetzt nochmal hier ein bisschen rumzufliegen. Ich glaube, wir schaffen es. Also es ist... Es wird gleich aufhören, der Zauber. Aber mich würde mal interessieren, ob man hier durchkommt. Und Magie gleich aus. Okay, ja, dann geht das nicht. Vogelbeine mag ich sehr. Sie sind ein leckeres Dessert. Oh, da habe ich gar nicht... Ich habe gerade auf meinem Bildschirm hier geguckt nebenan und gar nicht gesehen, dass es so ein Vogel rumreist hat. Ja. Oh, Magie gleich aus. Dann mach doch weg. Zauber alle.
So, ich will nochmal sicher gehen, dass wir jetzt wirklich alles haben. Statistik. Und will das reicht? Ja. 10. Alles voll. 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 Oh, das haben wir auch alles. Ganz vergessen. Let's go. Boah, ich bin so bereit, Leute. Ich bin so bereit. Ich will jetzt diese Hexe kaputt kriegen. Wo müssen wir hin? Warte mal hier. Hier gab es auch noch ein Leben, ne? Hey, Dingport, es geht. Leg diesmal einen Zahn zu. Ja, ja. Komischer Vogel. Erstmal werden wir hier aufgefüllt mit allem, was wir so haben und brauchen. Und dann geht es der Hexe endlich an den Kragen. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Bosskampf nochmal machen. Sollten wir es diesmal nicht schaffen, was ich nicht glaube, dann schneide ich das zusammen. Ihr werdet ihn jetzt nur noch einmal sehen. Auf jeden Fall. So. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Sicher werdet ihr mich hassen? Doch, ich kann euch den Sieg nicht lassen. Doch, den wirst du uns lassen. Oh, da können wir sogar zweimal treffen. Oh, das war knapp. Was? Oh, ach ja, jetzt müssen wir wieder hier nah rangehen und dann mit Eiern schießen. So. Alter. Ja, jetzt hätte ich gekonnt, aber ich wusste ja nicht, dass ich kann. 2, 3, 4 und Pause. Ich war noch nicht bereit. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Im Moment ist es noch einfach, aber ich weiß, gleich wird es wieder schwer. 2, 3, 4. Sehr gut. Weiter geht's. Den Honig lassen wir da auf jeden Fall liegen. 1, 2, 3. Hier und nicht in die Explosion hüpfen. Das ist ganz wichtig. Ah. Ich wollte jetzt nicht nochmal warten, deswegen habe ich das riskiert. Es ist gerade noch ein bisschen unspannend, aber... 2, 1, 2, 3, 4. Geht schneller. Oh nein, scheiße, es geht schon wieder los. Wie soll ich das denn hinkriegen? Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab's schon wieder vermasselt. Oh, Leute. 3, 4. Sie wirft schneller. Oh, ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein. Oh shit. Okay, okay, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt aber, mein Gott. Es geht schon wieder los hier.
Flugplatte. Alles klar. Welche Taste muss ich nochmal drücken? Oh, seid ihr denn krank? Nehmt dies als meinen Dank. Nö, das kann nicht sein. Okay, das ist noch einer der einfachsten Parts, glaube ich. Nein! Oh, falsche Taste. Das wird mir immer wieder passieren. Oh, da ist eine Honigwabe. Nehmen wir mit. Wo ist der? Oh, shit. Wo bist du? Nein, das war knapp. Was passiert denn, wenn wir keine Federn mehr haben? Ich will es nicht ausprobieren, aber ich bin trotzdem neugierig. Nein! Alter! Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hat niemand gesehen. Ich gehe in den Topf und bin dann da, wo ich vorher war. Ja. Also, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen, aber... Eieieiei. Ne? Wenn die Folge sonst zu kurz wird, dann müsst ihr euch das doch nochmal angucken. Ja, bla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 l
Das war gut. Oh, shit. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay. Also da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zusammenschnibbeln oder nicht. Hier sind wir wieder beim Flugangriff. Sag mal, geht's noch? Nein! Ich habe da die Attacke angesetzt. Das ist nicht fair. Das ist so höllenscheiße schwer, ne? Ich bin gerade so angepisst von dieser blöden Hexe. Die hat es so verdient. Ach, genau da. Autsch, ihr seid krank. Nehmt das als mein Dank. Du bist die Kranke. Klaus, hier einfach meine Schwester und jetzt. No. Nicht gut. Wieso werden mir denn eigentlich Goldfedern angezeigt beim Fliegen? Na, du hast sie noch nicht mal alle. Super Einflugschneise hier und dann kommt sowas dabei raus. Oh Gott. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Verdammt. Jetzt aber. Oh, bitte treff uns nicht, wenn wir hier drüber sind. Das ist nicht gut. Ja, sehr gut. Sie hat den Honig verloren. Ich glaube, das war's. Ja. Ihr habt mir so viel angetan, jetzt habe ich einen neuen Plan. Ja, das denkst du dir so. Nicht fair. Ich will doch nur den Honig. Ich weiß nicht, ab wann sie diese Taktik ändert mit dem Schießen. Ab hier noch nicht. Ah, shit. Nee. Das gibt's ja nicht. Okay, das waren sie. Alles klar. Meine Schatten sind versandet, bin auf dem Boden hier gestrandet. Ja, das bist du. Wir schaffen das. Oh nein. So scheiße. Tut mir leid für die Wortwahl. Auch dieser steinige Geselle verdrückt sich auf der Stelle. Boah, so gut. Aua. Nein. Nein. Nein! Was zum? Mach zu, lustig! Oh Gott. Der Jinjonator. Alter, ich dachte, jetzt gerade geht hier gar nichts mehr. Ja, Zähne klappern. Geschieht dir recht? Was habt ihr euch da ausgedacht? Ihr unterschätzt die Hexenmacht. Thank you.
Oh. Ich wünsche euch die Pest. Mein Schicksal sein. Klungo, befreie mich von diesem Stein. Niemals. Bleib, wo du bist. Ich hasse dich. Oh yeah. Eine Endsequenz. Die Alte trägt Melonen vor sich her. Ah, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kazooie, ihr seid nun echte Helden. Hast du das gehört, Kurzer? Ich bin ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kazooie. Danke, Brillenschlange. Luke, jetzt lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Den hatten wir schon, den Abspann, glaube ich. Oh, Abspann. Alles klar, Linkpot. Nochmal den Abspann. Ist okay. Ein anderer Abspann. Klungo. Ah, Topper, genau, nicht zu vergessen, ja? Die waren sehr wichtig. Ball. Und natürlich, Gollywobble. Gollywobble. Blablabla. Quarry. Dass die auch einen Namen haben. Alles, was ein Auge hat, hat auch einen Namen. Wie heißt der? Ein Grundling. Ticker. Big Bud. Okay. Oh, ja, ein Grablin. Grablins sind cool. Leaky. Der Eimer. Lock up. Das macht natürlich Sinn. Little Lock up. Cool. Yum Yum. Das sind alles so Charaktere, die haben wir in dem anderen Abspann noch nicht gesehen, glaube ich. Snippet. Schrapnell. Snacker. Oh, wie ich den hasse. Der ist der nach der Hexe sofort Snapper. Gloop. Da ist ein Puzzleteil. Was? Grille Chompa? Komischer Name. Mutti Snippet. Die haben Namen. Whiplash? Okay. Croctus. Flippit. Okay. Bassbomb. Aus dem Vorspann auch bekannt. The Tip-Top Core. Groggy. Soggy. Und Moggy. Kriegen wir auch Boggy nochmal zu sehen? Was ist das denn? The Twinklies. Twinklie Muncher. Oh. Sir Slush. Chinka. Jinxie. The Ancient Ones. Oh, Krabber.
Scubby, vielleicht könnte jetzt die Frage aufkommen, da das Spiel ja jetzt slapper vorbei ist. Spiele ich den nächsten Teil auch noch? Mum mum. Vielleicht. Histup. Auf jeden Fall nicht sofort. Tumblr. Ich werde vielleicht den nächsten Teil spielen. Vielleicht. Porträt-Jumper. Aber ich habe keine Lust auf Banjo-Tooie. Aktuell Tihi. Und Limbo. Ganz einfach, weil ich ein bisschen Abwechslung brauche und Banjo-Tooie ist jetzt nicht so viel anders als Banjo-Kazooie Ripper. Und Nibli. Und deswegen zocke ich einfach was anderes. Ich habe da schon was im Auge. Ich habe auch einiges an Auswahl. Boombox. Und ja. Mal gucken. Boss-Boombox. Kann auch sein, dass ich jetzt mal 2-3 Tage brauche und in der Zeit nur Quantum Break kommt. Also es wird so sein. Es wird jetzt übers Wochenende wird es kein zweites Let's Play geben, weil ich auch bis Ende des Monats, das sind jetzt noch ein paar Tage, was Wichtiges erledigen muss. Hab vergessen, die Namen vorzulesen. Ciao. Aber danach geht's, glaube ich, wieder weiter. Mit ein oder zwei LPs. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie lange Quantum Break braucht. Klacker, bla bla bla. Wie viel sind denn das noch? Sollen wir die abbrechen? Nein. Nein, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, in diesem Spiel dabei zu sein. Und die haben es verdient, dass sie erwähnt werden. Goblin Hood. Whip Crack. Natürlich, Cheeto. Ah, es ist vorbei. Ist doch was im Busch. Sie trägt immer noch die Melonen rum. Umbo. Umbo hat geheime Bilder. Was? Geheime Bilder? Cool. Bilder zeigen Sachen, die ich verwenden in nächstes Spiel. Hast du das gehört, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeig uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Wir finden alle 100 Puzzleteile? Boah, ein Glück, dass wir das letzte Puzzleteil vorher geholt haben. Klar haben wir, Mumbo. Zeig uns deine Geheimnisse, Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden. Nehmen für neues Spiel Banjo-Kazooie Schraube locker. Klingt super. Bringt es was? Ja, klingt viel gut. Hey, ich bin besser. Auch drin kurzer. Ja, bist du. Glaube ich. Banjo-Kazooie Schraube locker lässt Banjo-Kazooie wie ein Witz aussehen. Mumbo zeigen Bilder von Zeug in neuem Spiel. Hier, sieh an. Erst finden Geheimnis am Strand. Hey, wie hast du das mit dem Felsbrocken gemacht? Hohoho, ho, ho, Mumbo, nix verraten. Hohoho, ho, ho. Hä? Verstehe ich nicht. Wow, eine geheime Höhle, das haben wir doch schon gefunden. Bär und Vogel müssen klettern bis Spitze. Was erwartet uns dort, Schädeltrauma? Du warten und sehen komisch Federvogel. Das sieht aber ziemlich hoch aus. Schlupp. Keine Sorge, Banjo. Ich werde uns da schon hinaufbringen. Ha, guck mal, das habe ich viel besser geschafft als sie. Nächstes Geheimnis in kalt Schnee finden. Aber auch schon. Ich trinke immer einen Schluck. Leckeren Grapefruitsaft. Grapefruit. Auf Bild. Eisschlüssel. Wow. Ein riesiger Eisschlüssel. Ich wüsste, wo ich den hinstecken würde. Was? Anderes Geheimnis in heißer Wüste. Lieber Mumbo, wofür benötigen wir die Eier und den Schlüssel?
Mumbo nichts sagen. Vogel immer böse zu Mumbo. Oh. Was da wohl drin ist? Na, ein Ei. Noch so ein doofes Ei. Haben wir alle. Was kommt da noch? Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Mumbo nichts verraten. Wir finden heraus in Banjo-Kazooie-Schraube locker. Oh. Okay, ausnahmsweise. Banjo-Kazooie Schraube locker könnte ich auch spielen. Würde ich aber tendenziell erst nach Banjo-Tooie spielen. Weil das sonst nicht passt. Ah, was ist denn hier los? Nacht! Dieser Fels ist so schwer. Aber ich muss meine Herrin retten. Ja, viel Spaß. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Game over. Das klingt jetzt aber negativ. Okay, damit verabschiede ich mich aus diesem Spiel. Keine Ahnung, wann das hier aufhört. Auf Wiedersehen.